Als der Hauptmann von Neros Leibsturm das Todesurteil aus dem Brustpanzer zog, gesiegelt von dem Schüler für den Lehrer. Schreiben und Siegeln hat er gelernt und die Verachtung aller Tode statt des eigenen, goldene Regel aller Staatskunst. Was dachte Seneca und sagte es nicht, als er den Gästen und Sklaven das Weinverbot, die mit ihm seine letzte Mahlzeit geteilt hatten, die Sklaven am Tischende. Tränen sind unphilosophisch. Das Verhängte muss angenommen werden. Und was diesen Nero betrifft, der seine Mutter und seine Geschwister getötet hat, warum sollte er mit seinem Lehrer eine Ausnahme machen? Warum verzichten auf das Blut des Philosophen, der ihm das Blutvergießen nicht gelehrt hat? Was dachte Seneca? Sagt es nicht. Was dachte Seneca? Und als er sich die Adern öffnen ließ, an den Armen zunächst und seiner Frau, die seinen Tod nicht überleben wollte, mit einem Schnitt von einem Sklaven wahrscheinlich. Auch das Schwert, auf das Brutus sich fallen ließ, aus dem Himmel seiner republikanischen Hoffnung, musste von einem Sklaven gehalten werden. Was dachte Seneca und sagte es nicht? Während das Blut zu langsam seinen zu alten Körper verließ und der Sklave, gehorsam dem Herrn, die Beinadern und Kniekehlen aufschlug. Gewisper mit ausgetrockneten Stimmbändern. Meine Schmerzen sind mein Eigentum, die Frau ins Nebenzimmer Schreiber zu mir. Die Hand, die konnte den Schreibgriffel nicht mehr halten, aber das Gehirn arbeitete noch. Die Maschine stellte Wörter und Sätze her, notierte die Schmerzen. Was dachte Seneca? Und sagte es nicht. Wir müssen das Licht anmachen. Sagt es nicht. Zwischen den Buchstaben seines letzten Diktats, gelagert auf die Couch des Philosophen, und als er den Becher leer trank, das Gift aus Athen, weil der Tod auf sich warten ließ, immer noch, und das Gift, das vielen geholfen hatte vor ihm, konnte nur eine Fußnote schreiben, in seinen schon beinahe blutleeren Leib keinen Klartext. Sprachlos endlich, als er dem Tod entgegenging im Dampfbad, während die Luft vor seinen Augen tanzte, die Terrasse verdunkelt vom wirren Flügelschlag, nicht zum Engel. Wahrscheinlich auch der Tod ist kein Engel, im Säulengeflimmer, beim Wiedersehen, mit dem ersten Grashalm, den er gesehen hatte, auf einer Wiese bei Cordoba, hoch.